Hallo, willkommen zurück. Weitere frische Folge. Wir gehen gleich rein in die letzten Monate dieses Jahrhunderts. Und ganz nebenbei, Nürnberg raus. Böhmen hängt schon ein bisschen durch. Unsere Armee steht in Cheb. Gute Fortschritte. Prag wird von unseren Vasallen aus Novgorod belagert. Und dann sollte es doch relativ zügig gehen, diesen Krieg zu beenden. Und dann haben wir schon den nächsten gegen Dänemark im Blick. Ein bisschen so ein Auge drauf haben. Was die Briten so treiben. Habe ich hier gerade noch eine Flotte mit kleiner Expeditionsarmee. Suchen das weiter. Für uns geht es einfach darum, diesen Krieg hier möglichst zügig abzuschließen. Da ist es um Cheb auch schon geschehen. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Natürlich geht es an Politown. Prag. Ich gehe einfach jetzt drauf mit meiner Armee, auch wenn es mich Zermürbung kostet. Einfach die Sache hier. Das Mikro noch. So. Ein bisschen die Sache hier beschleunigen und ganz sicher gehen. Der war unser Verbündeter Brandenburg. Holt sich Braunschweiger Lande. Primisch Braunschweig. Und ja, damit habe ich jetzt auch Ambitionen, uns hier weiter festzusetzen. Durchaus den einen oder anderen Anspruch noch aufbauen. Aber erstmal gegen die Dänen. Ja. Beziehungen, naja, den können wir mal abziehen. Die Dithmarschen zum Beispiel wäre für mich auch sehr, sehr attraktiv. Aber was ich gerade überlege ist, das Netzwerk hier aufbauen. Aktuell sind wir mit Sachsen im Krieg. Und deswegen auch mit Aragon, beziehungsweise Sachsen als Kaiser. Bringt ja natürlich ein paar Verbündete mit. Jetzt könnte man sich überlegen, statt Dänemark oder eben parallel dazu, möglicherweise auch ins Reich zu expandieren. Zum Beispiel so einen Dithmarschen anzugreifen. Solange wir noch ohnehin im Konflikt sind mit Sachsen, dann wir können nicht zwei Kriegen gleichzeitig gegen sie kämpfen. Könnte man das quasi umgehen, dagegen sie kämpfen zu müssen. Wobei ich das schon wieder so ein bisschen grenzwertig finde, immer zu, also an der Grenze zu, ja, es ist im Spiel, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen, sich das dann hinbiegen, quasi zwei Kriege anfangen oder einen Krieg anfangen, während man noch mit dieser anderen Nation und hin im Konflikt steht, um zu verhindern, dass jetzt zum Beispiel ein Sachsen als Kaiser verteidigt, wenn ich Hamburg oder so angreifen würde. Haben wir da überhaupt die Möglichkeit? Nö, haben wir nicht. Bis 1606. Deswegen Dithmarschen wäre so eine Option. Dithmarschen, Hamburg. Lauenburg sicher auch, weil es einfach zur Hannover-Region noch gezählt wird hier. Müsste man sich gut überlegen. Gucken wir auch, wie lange dieser Krieg dauern wird. Ich werde durchziehen. Schauen, von Aragon ein bisschen was zu sehen. Ja, ein bisschen mehr. Von Britannien noch gar nichts. Wir nehmen die Tech für die Galeonen, ganz wichtig. Kolonialwachstum, koloniale Reichweite, höherer Unterhalt. Das heißt, wir können demnächst und müssen demnächst mal ein paar Galeonen investieren. Die hier zumindest mal aufs Level bringen. Oh. Schwierigkeiten. Ja, ich gebe nicht 50 Macht aus für meine Kolonie. Fange ich nochmal von vorne an. Gar kein Thema. Aber wird er sogar komplett zurückgerufen. Alles klar, okay. Die Briten sind da. Ja gut. Soll ich ihn hier hinschicken? Wie gesagt, der Norden muss schwedisch sein. Ja, aber warte mal anzuknüpfen. Ich will nicht so mit so Tricks spielen. Irgendwie solche Winkelzüge, die auch einfach quasi Quatsch sind. Also, ne? Warum würde Sachsen jetzt quasi nicht in einen Krieg gegen uns reingehen, nur weil wir ohnehin schon mit ihnen im Krieg stehen? Natürlich würden sie uns auch zweimal den Krieg erklären.
vergessen ja nicht ihre Pflicht. Sie würden jetzt höchstens sich verweigern, weil sie besetzt sind. In dem Fall tatsächlich durch uns. Das wäre wiederum realistischer Grund für sie zu sagen, nee, da halten wir zurück. Der globale Handel, 2. Januar 1600, pünktlich. Das Zeitalter der Reformation endet in 121 Monaten. Können wir uns überlegen, ob wir dann noch das goldene Zeitalter mitnehmen wollen. Würde sich anbieten. Deswegen, wir müssen uns das gleich mal in Ruhe noch durch den Kopf gehen lassen. Erstmal hier den Anspruch durchdrücken. Dithmarschen könnte ich jetzt eh nicht angreifen. Fehlt mir der Anspruch. Wäre aber attraktiv. Nur Luca. Interessante Situation. Wenn Prag fällt, ist dieser Krieg hier vielleicht auch relativ bald vorbei. Es ist dann natürlich nur die Frage, wie lange sie ihn dann doch ziehen wollen. Wie leidensfähig sie sind. KI führt ja doch dann gerne mal den Krieg länger als irgendwie nötig. Sollte man meinen. Wir sind schon mal in den ersten Galeonen. Prag belagert, fertig. So, dann haben wir nämlich schon mal 5 Galeonen. Fehlen noch ein paar. Auch das pro Litauen. Jetzt können wir uns überlegen. Böhmen ist besiegt. Jetzt bis nach Aragon marschieren. Köln wird belagert. Sachsen ist schon besetzt. Savoyen. Ich bin nicht so weit jetzt hier in den Süden marschieren eigentlich. Weil ich mir sicher bin, Aragon deutlich überlegen zu sein. Wo könnten wir uns einbringen? Wo könnten wir noch attackieren? Die Bretagne hat eh keine Lust mehr. Aragon, Großbritannien nicht. Köln wird belagert. Lüttich. Da ist Lübeck drauf. Sachsen, Salzburg, Savoyen. Na, wir holen uns mal Lüttich. Jetzt geht es nur noch um den Warscore ein bisschen hochzutreiben. Böhmen ein bisschen zu zermürben. Köln raus. Hier natürlich immer auf Kosten des Warscores, solange diese großen Mächte drin sind. Aragon und Britannien. Aber das ist eh schwierig. Oh, die Vasa. Das schwedische Kriegsschiff Vasa war ein Symbol für Schweden, militärische und politische Stärke sowie ein Sinnbild für Gustav Adolfs Autorität als Kriegerkönig. Tja, und dann sank es. Ich war ja tatsächlich erst Ende Mai in Schweden und dann unter anderem auch in Stockholm und habe mir mal das Vasa-Museum angeguckt. Das klingt erstmal so nach Touristenfalle irgendwie. Ich fand's dann aber echt ziemlich, ziemlich cool, muss man sagen. Also wenn ihr mal in Stockholm seid und euch die Vasa angucken wollt, das lohnt sich sehr. Es ist, glaube ich, zu 98% plus minus 1-2% im Original erhalten. Es steht in so einer riesigen Halle. Es riecht unglaublich gut nach diesem Holz. Man kann also verschiedenen Rundgängen um das Schiff herum quasi, Rundgang eben, sich alle Ebenen, alle Decks angucken aus einer gewissen Distanz, so 3-4 Meter. Aber du kommst eben doch verflucht nah ran, kannst auch reingucken. Und das ist ein riesen Kahn und hast dazu dann eben so ein paar Räumlichkeiten, wo erklärt wird, ganz kurz, Aragorn greift an, verteidigt Lüttich, und Böhmen. Und Böhmen. Wir haben die Disziplin, wir haben die Moral, wir haben nicht die Armee. Schafft das? Nein. Das schafft der Verbündete nicht. Wir ziehen uns zurück nach Wismar. Wir ziehen uns zurück nach Schleswig offenbar, okay. Ein paar Mann zu viel. Ein paar Verteidiger zu wenig. Jetzt kommt... Oh, das ist ein bisschen gefährlich. Das ist heikel, was jetzt passiert. Jetzt muss ich tatsächlich... Ich brauche meine Flotte, weil ich muss die Armee jetzt hier schnell nach Schleswig kriegen. Wenn jetzt hier nämlich gerade die landen... Das ist so bitter. Wenn die jetzt hier am 1. Juli landen, am 1. August. Und ich komme gerade dann da an und werde jetzt komplett von denen zerlegt werden gleich. Das ist ja ein unfassbar miserables Timing. Ich muss auch hier über Holstein gehen, sonst muss ich... kann ja nicht gegen die Armada kämpfen und will es nicht. Unglaublich bitter. Die Moral so niedrig ist, aber es reicht gerade so, aber... es ist teuer. Völlig unnötig.
Aber die können hier kreuzen, ne? Können die Böhmen nochmal entkommen? Die wollten gerade da helfen. Aber die hole ich mir, die Böhmen. Die hole ich mir. Wollen Opportunisten. Kurz einen Prozess gemacht. Ja, jetzt kommt nämlich die nächste Armee hier ins Spiel. Kurz gucken, ob hier irgendwo Land zurückgenommen wird. Nein, alles gut. Ich würde mir aber wünschen, dass sie es beenden. Dass sie jetzt einfach sagen, okay, komm, wir nehmen hier so einen guten Schwung. Da rennt Aragorn. Die Osmanen holen sich Ragusa. Ragusa komplett ohne Freund. Ja, mehr oder weniger allein in der Welt. Jetzt sinne ich auf Rache. Würde mir gern hier Aragorn vorknöpfen. Kriegst du nicht ganz. Ich weiß, die schwedische Armee, die ist überlegen. Und auch wenn es hier in schwieriges Terrain geht, aber die Zorn kommt auch. Und die Böhmen mögen jetzt noch verstärken, aber sollen sie tun, sollen sie tun. Es ist eine Falle. Salzburg ist raus. 44.000 Schweden lassen Aragorn keine Chance. Wir erholen uns ganz kurz. Ja, sehen, da kommen wieder ein paar Briten. Oh, jetzt kommen sie auch hier. Okay, aber ist okay. Ich schicke eine Armee, schicke ich zurück. Die kann dann mit der Flotte transportiert werden. Lüttich ist raus. Ja, jetzt bleiben langsam noch die großen Mächte drin. Und der Krieg ist, das ist nicht mein Krieg, glaube ich. Oder? Ne, Pommern doch, das ist mein Krieg. Aber macht Pommern ganz souverän. Schleswig befreit. Jetzt kann ich die Truppen nämlich hier hochschicken. Durch die Flotte ins Skagerrak. Na, da erwische ich noch die. Bisschen das Tempo rausnehmen. Erwische die aragonesische Armee auf jeden Fall noch. Die Fabriken können wir so schnappen. Und die Armee war einmal. Schluck Kaffee. Okay. Verluste auf der Feindesseite deutlich höher aktuell. Meine Kriegslust hält sich jetzt halt langsam doch in Grenzen auch. Weil sie es eigentlich gewonnen haben und jetzt eigentlich. Ja. Wir bluten, aber für was? Wundert mich, dass Sachsen nach wie vor drin ist. Könnte man jetzt wirklich mal hingehen und sagen, okay. Dauert ein bisschen lang mit dem Netzwerk gegen Dithmarschen. Jetzt würde ich mir Dithmarschen ganz kurz einverleiben. So. Guck mal. Jetzt da ganz kurz die Kontrolle zurück. Ah, hier können wir mal gucken. Böhmen versucht gegen Stettin zu gehen. Die Bretagne ist auch raus. Alles sind entspannt. Hier holen wir uns kurz das Land, die Kontrolle zurück. Erfolgreich checken, keine weiteren Belagerungen. Was wir auch mal wieder mitnehmen müssen, sind die ein oder anderen Gefälligkeiten. Die zusätzlichen Truppen haben wir lange nicht angefordert. Rutscht ein bisschen runter, aber ist okay. Wir könnten ein wenig Prestige investieren. Da haben wir genug von. Administrative Hilfe oder den Beitrag gibt es gerade nicht. Okay. Ich tausche hier letztlich einfach gegen Geld. Macht gegen Geld. Das ist ein guter Deal. Wir könnten jetzt sagen, ja, weil wir so weit in der Zeit voraus sind hier. Plus 80%. Auch wenn es eine spannende Tech wird. Mit den Universitäten. Dass wir hier auf die Wirtschaftsideen jetzt durchpushen. Da fehlen uns ja eh noch zwei. Unterhalt der MEP. 5% Reduktion. Wird sich auch in der Staatskasse bemerkbar machen. Dann die Produktionseffizienz oder eben hier Zwangsrekrutierung. Das wird sich lohnen. Wenn unsere Flotte sich vornehm zurückhält. Aber wir sind einfach nicht für die Weltmeere gemacht. Mehr eine Flotte der eine sehr heimatverbundene Flotte. Böhmen versucht zu rennen.
Wir machen uns in die Verfolgung. Wir haben sechs Manöver, das heißt, unsere Armee ist auch verflucht schnell. Oder? Ich glaube, es wirkt sich doch auf die Bewegungsgeschwindigkeit aus. Manöver auch, ja. Seht ihr? In der Niederlausitz stellen wir sie. Und sobald Dithmarschen, sobald wir da 20 Punkte haben, werde ich Dithmarschen überfallen. Einfach so lange jetzt, ne? Sachsen ist unabhängig davon, ob wir jetzt mit Sachsen ohnehin schon im Krieg sind oder nicht. Aber Sachsen hat so oder so, wären sie, glaube ich, nicht bereit, gerade in einen Krieg einzugreifen als Kaiser, um Dithmarschen zu verteidigen. Deswegen sehe ich da kein Problem. Ich glaube, sie können nur nach Stettin zurück, weil ihr Heimatland besetzt ist. Strafkolonie. Ja, gut, warum nicht? Warum auch nicht, Leute? Können wir hier die Böhmen zerschmettern? Mittlerweile haben sich auch die Zahlen zu unserem Gunsten deutlich verschoben. Na, sie kommen weg. Sie kommen weg, habe ich nicht aufgepasst. Sich gefangen. Lassen wir nur noch neu marken und dann gucken. Wahrscheinlich müssen wir nach Lubutsch. Sonst draufbleiben und aufpassen. Aufpassen auch, ob irgendwie sich Briten irgendwo nähern, aber sieht nicht so aus. Dann wieder ein zweites Mal in die Lausitz, jawohl. Osmanen haben wir hier auch noch nicht gesehen. Wunderbar, die Böhmen fortgewischt. Wir können Stettin zurückerobern. Und 2, 3 Monate, dann haben wir auch die Spionagepunkte gegen Dithmarschen. Fügt sich wunderbar in Schleswig-Holstein dann ein. Im Bund nur mit Luca, kein Problem. Vielleicht kann man irgendwie Mailand oder so mal motivieren für Punkte. Wobei, nee, wir haben uns auf nicht anderes Fach, glaube ich, geeinigt. Aragorn ist schon komplett demotiviert. Jetzt wird Pommern rausgenommen, wo ich gerade aufmarschiere. Aragorn müsste man jetzt aber zumindest zu einem weißen Frieden bringen, glaube ich. Ich halte mich hier auch in Norddeutschland, einfach um. Ich sehe mich hier eher in der Rolle desjenigen, der Böhmen dann verteidigt. Sie suchen uns eine gute defensive Position. Hier in der Niederlausitz sieht das doch ganz gut aus. So, wir haben die 20 Punkte, die wir brauchen, im Anspruch. Ja, Bündnis. Anspruch zu fingieren. Dithmarschen, Dankeschön. Und jetzt sollten wir hier mühelos den. Ah, schaut mal an. Das habe ich nicht vergessen. Okay, in deinem Fall blockt uns das Spiel quasi. Weil ich mich ohnehin schon mit dem Kaiser im Krieg befinde, darf ich nicht Dithmarschen angreifen. Es ist ein bisschen schade, weil ich ohnehin mit dem. Ja, na gut. Der Kaiser könnte ja trotzdem intervenieren. Ist ja doppelt mit uns im Krieg. Ach, bitte. Die Kolonie wurde niedergebrannt. Ich glaube, das mit dem Kolonisieren können wir uns erstmal sparen, solange wir hier im Krieg mit den Briten sind. Da haben sie wirklich die Hoheit in dem Bereich dieses Konflikts. Es muss jetzt auch eine Priorität sein, dass wir uns auch flottentechnisch weiterentwickeln. Aus der Ostsee heraus in die Nordsee. Und es wird schwer. Na, ihr seht hier 35 Schiffe. So, wohin raus? Es wird ganz schwer, da entsprechend sich zu positionieren, aber wenigstens eine Chance irgendwie zu erarbeiten. Könnten parallel Krieg führen gegen Dänemark. Weil es nun wirklich. Könnten es einfach machen. Weil ich halt die Chance nutzen möchte, eigentlich, dass, wenn jetzt gleich der Krieg mit Böhmen vorbei sein sollte, kann gut sein, dass Sachsen dermaßen demoralisiert ist, dass man eben eine Dithmarsche mitnehmen kann. Einfach so. Das kleine Happen. Gucken wir mal, wo wir die Beziehung ein bisschen hier und da zu den Mailändern oben halten müssen. Die Osmanen müssen hier den weiten Weg machen, einmal quer durch Europa die ganzen kleinen Nationen niederringen. Oh, das haben wir gar nicht gesehen, glaube ich, letzte Folge. Frankreich annektiert, nimmt die Hälfte Portugals. Würde es mich nicht wundern, wenn die ein oder andere portugiesische Kolonie, Caribas zum Beispiel, demnächst unabhängig wird. Sowieso staune ich, wie schnell sie dann doch schon unterwegs sind, hier die Kolonisten. Ja, eine kolonisierte Welt, in der wir gar nicht aktiv sind.
Kleine Ausnahme. Dann doch. Zügig. Also dafür, dass es 1600 ist, ist die KI echt schnell unterwegs. Ja, nur die Briten werden sie nicht rauskriegen. Seht jetzt aber auch, nein, der Krieg ist teuer für uns. Also so richtig reich werden wir zu Kriegszeiten nicht. Und jetzt könnten wir tatsächlich die Geschichte hier voll machen. Rekrutenreserve nochmal 10% on top. Nahkampfanführer nehmen wir mit, oder? Einfach jetzt, um es dann mal durchzuhaben, alle Ideen, alle schwedischen Ideen abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Und hier ist sowieso Luft auch gewesen bei den Technologien. Sehen wir Feinde? Ich sehe keine. Keine Briten. Das hält sich relativ in Grenzen hier, der Feindkontakt. Aber sie machen wirklich Druck auf Aragorn. Aragorn, glaube ich, wir brauchen zwei kriegen? Nee. Sehr gut, Novgorod. Steht in Huesca. Und Valencia. Die Hauptstadt? Jawohl, die Hauptstadt wird auch belagert. Neapel wird zurückerobert, aber da kommt der General. Und alles andere ist tatsächlich gut. Sachsen, obwohl die jetzt schon seit Jahren, muss man ja sagen, belagert werden, halten sich da sehr zurück. Ich spekuliere jetzt kurz darauf, dass ich wirklich mir erstmal Dithmarschen schnappe. Und deshalb auf Dänemark noch verzichte, weil ich kann mir, glaube ich, nicht alles nehmen. Dafür habe ich zu viel aggressive Expansion. Ich kann nicht parallel Dänemark und Dithmarschen, glaube ich, attackieren. Weil ich es eigentlich sollte. Aber ist okay. Ich meine, unsere... Jetzt geht Sachsen raus. Das ist fast schade, weil jetzt können sie sich erholen. Dann werden sie wieder bereit sein. Jetzt geht Aragorn raus. Jetzt bleiben nur noch die Briten und ihre Kolonien drin. Und das ist jetzt die Frage, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Das kann ich mich nicht wirklich zurückziehen eigentlich und die Füße hochlegen. Denn wer soll sich jetzt hier um die Briten... Ah ja, okay. Sie wagen es nochmal. Wer soll sich da um die Briten kümmern? Also wir können ihnen nicht wirklich zusetzen. Es müsste tatsächlich auch Polen Litauen sagen, okay, mit dem Warscore sind wir glücklich und sind wir zufrieden. Jetzt werde ich gleich wirklich Krieg gegen Dänemark starten. Um da Fortschritte zu machen. Wir haben gerade relativ viel Geld bekommen, ne? Wow, Kriegsbeutel. Das muss alles aus... Huh? Meine Armee vergessen. Peinlich. Der Diplomat ist tot. Das war der, der so viel gekostet hat, ne? Ja. Um die Beziehungen zu verbessern, dann würde ich jetzt, da ich keinen vergleichbaren sehe, würde ich hier mal in breiter fächern wieder. Nehmen wir einen für Handelseffizienz, haben wir einen für Moral gerade schon gehabt. Aber wir könnten, ja, wir könnten auf diplomatische Reputation setzen. Ja, sollten wir machen. Das macht mehr Sinn. Der für 1,80 schadet nicht, den kann ich trotzdem noch drin lassen, glaube ich. Jetzt ärgert mich's, dass ich die Armee gerade zurückgelassen habe. Jetzt tatsächlich hier die Briten auffächern, das nervt natürlich tierisch. Jetzt muss ich hier ein bisschen den hinterher marschieren. Aber alles okay. Alles im Rahmen. Also Sachsen wird gleich wieder entspannt sein, wird sich gegen uns stellen, sollten wir es wagen, das Reich anzugreifen, das heißt, ich kann parallel. Ich kann genauso gut Dänemark jetzt angreifen. Nur Oldenburg verteidigt. Na, nicht, dass da noch irgendwelche komischen Allianzen entstehen. Wir machen Kolding einfach zum Kriegsziel. Wir können hier direkt über Fühn reinmarschieren. Und Oldenburg als einziger Verbündeter stellt kein Problem für uns dar. Klar, die Flotte. Ganz kurz gebraucht hier. Um die Passage zu sichern. Sie können sich jetzt Schleswig kurz erobern, aber das ist von mir aus. Seht die Zahlen. Schiebe ich die Flotte kurz in den Öresund rein. Blockieren den Hafen. Marschieren ihn hinterher. Mit
der Kopf, dass ich hier noch eine Festung errichten wollte. Die werde ich dann jetzt mal bauen. Bevor ich sie ganz vergesse wieder. Gleich die Stufe 4 Festung. Ordentlich Geld. Genau, von mir aus holt euch Schleswig, gar kein Problem. Wir haben uns Koldingen, eine schwache Festung, volle Artillerie-Bonus, Blockade. Easy. Die Briten. Ja. Was soll man sagen? Aber wir lernen. Ja, wir sehen, es braucht eine starke Flotte. So, jetzt können wir uns hier noch den Berater für. Oha, teuer. Können uns gleich den Berater leisten. Dann kriegen wir nämlich Novgorod schneller annektiert und verhindern, dass wir hier eine diplomatische Beziehung zu viel haben. Auch wenn danach unsere Reputation in den Keller sinken wird. Kolding nach 55 Tagen. Wahnsinn. Sind wir zu Weihnachten, ist dieser Krieg vielleicht schon vorbei. Nordjütland, da werden wir sie stellen und schlagen. Ja, das war's. Auf nach Oldenburg. Einzige Wehmutshoffnung, wir können jetzt die Flotte nicht in der deutschen Bucht einsetzen, um Oldenburg zu blockieren. Aber ist okay. Bauen hier weiter an unseren Beziehungen ein bisschen. Ein ganz schneller, ganz entspannter Krieg. Wir können erstmal vielleicht die anderen Provinzen und dann die Hauptstadt. Boah. Anführer wird immer besser. Ah, wobei der andere ist der Starke. Ja, muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass die Briten nicht nochmal landen und ich jetzt hier zu wenig Truppen stehen habe. Aber auch Oldenburg wird äußerst schnell fallen. Ostjütland besetzt. Weil mit der Einnahme dann hier Dänemarks tilgen wir nicht nur unseren Erzfeind von der Karte. Wir schaffen auch endlich eine Verbindung. Eine durchgehende. Müssen wir nicht mehr. Dann wird Schleswig-Holstein wirklich angebunden werden. An unser Reich. Und ja, Polen-Litauen wartet, dass der Kriegsstand weiter hochtreibt. Um so viel Land wie möglich nehmen zu können, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Sei es drum. Wir haben ja jetzt hier unseren Krieg. Gucken, ob es möglich sein wird, gleich komplett Dänemark auch zu tilgen. Fressen wir wieder ordentlich. Ordentlich aggressive Expansion, aber ihr seht, das hat sich teilweise hier schon. Na gut, Pommern könnt ihr vergessen. Also die nächsten Nachbarn, so wie Verden, 13. Ostfriesland. Oldenburg. Na gut, Oldenburg. Ja, es gibt so ein paar Nationen. Die stehen uns Schweden nicht so. Na, so glücklich gegenüber. Das sollte jetzt sehr schnell gehen hier in Nordjütland. Mit 2 Punkten. Oh ja, der General ist nämlich stark. 3-3-6-2. Klar, geht besser. Geht noch viel besser. Oh, ah, shit. Hab ich nicht aufgepasst, hab meine Armee, meine Flotte. Oha, okay. Zu passiv gelassen, aber es sind nur Transportschiffe. Und Handelsschiffe. Was auch immer sich die Royal Navy dabei gedacht hat. Wir haben sie komplett zerlegt. Wow. Nur ein paar Transportschiffe verloren. Nordjütland ist besetzt. Wie gesagt, das ging jetzt wirklich zügig. Müssen wir darauf warten, dass Oldenburg fällt. Auch das sollte nicht lange dauern. Können wir alles noch in diese Folge reinpacken. Und unser erster Sieg zur See. Absolutismus.
Fürchterlicher Krieg. 57 bis 79. Naja, fast. Aber wir verlieren Stabilität, wenn wir sagen, ja. Okay, wir verlieren Stabilität. Aber gewinnen Autonomie-Reduktion und ein Mehr an Absolutismus. Das ist völliger Quatsch, weil wir sind bei 3 Stabilität ohnehin. Das heißt, ja, natürlich. Der König muss alleine regieren. Alle Macht dem König. Alle Macht Karl dem IX., dem Wettiner. Oldenburg gefallen ist, dass wir können an den Friedenstisch gehen. Und wir sind gnädig. Wir sind gnädig. Wir wollen nur Macht, Geld, Einfluss. Euer Land dürft ihr behalten. Oh, General Friedrich Dahlberg. Da habe ich ihn gerade noch gelobt. Und schon ist er tot. Und jetzt ist die Frage. Kann ich mir Dänemark komplett einverleiben oder... Ja, kann ich. Keine große Koalition oder gar keine Koalition, denn nur 4 Nationen. Ich glaube, es braucht 5, wenn ich mich nicht irre. Das ist sehr, sehr gut. Es ja, bis zu 67 aggressive Expansion. Mit 134 Ländern. Ostjütland, Westjütland, Nordjütland und Kolding gehen an uns. Die verbleibenden Dukaten. Und dann ist Dänemark nicht mehr. Boah. 1:3. In den Verlusten. Direkt ganz geschmeidig Kernprovinzen erstellen. Stark. Das gefällt mir sehr, sehr gut, wie sich das hier darstellt für uns. Golding sehe ich nicht als die Festung. Die möchte ich, wie gesagt, hier später unten haben. Das können wir uns auch sparen. Aber ich lasse den General hier. Ich schicke mal die Armee. Denn endlich ist es vorbei. 174.000 Verluste auf der Seite unserer Verbündeten, aber 350.000 fast auf der Feindesseite. Wahnsinn. Davon ganz wenig Verschleiß noch, ne? Wirklich alles in Schlachten Gefallene. Und hier auf unser Seeschiff lacht, wo wir die leichten Schiffe der Briten niedergerungen haben. Aber davon sollten wir uns natürlich nicht blenden lassen. Böhmen verliert Vratislav, Hohof, Liegnitz, Ratibor. Und ein paar Dukaten. 31 davon gehen an uns. Mit dem Friedensvertrag kann ich auch leben, wie es nämlich aussieht quasi. Karte bleibt vorzeigbar. Sehr gut. Dann haben wir doch alles soweit abgeschlossen, würde ich sagen, innerhalb dieser Folge. 2 Kriege geschlagen. 2 Kriege gewonnen. Einmal für Polen-Litauen, einmal für uns. Jetzt bin ich gespannt, was Brandenburg eigentlich sagt. Ja, halten sich zurück, was ihre Ansprüche angeht. Und wir haben jetzt im Prinzip nur noch einen Weg offen, den wir gehen können, nämlich der Weg nach Europa hinein, beziehungsweise Nordeuropa. Es bleibt dabei, ich habe nicht die großen Ambitionen, was nach ganz großen Eroberungen auch, da werden sicher Nationen ein Wort auch gegen haben. Große Nationen. Polen, Großbritannien, Ming, Osmanen, Franzosen, Moskauer stärker als Schweden. Wobei unser 7. Platz relativ stabil jetzt ist zumindest. Bevor ich es vergesse, Erik Thomsen kommt an den Hof. Unsere Reputation etwas zu erhöhen, das wird dafür sorgen, dass wir Novgorod deutlich schneller annektieren dürfen. Ich weiß gar nicht, ob ich kurz pausieren muss. Doch, November 16. Na, in 7 Jahren, aber das ist für ein Land der Größe dann doch auch okay. 25% in 7 Jahren, naja, von mir aus. Wir rüsten uns sicherlich dann auch für den nächsten Krieg. Hier können wir zum zweiten Versuch oder dritten Versuch unternehmen. Jetzt haben wir natürlich relativ hohe aggressive Expansion. Bei ein paar Nationen werden wir sie auch nicht wieder wegkriegen. Es geht eher um andere große Nationen. Ja, 17, es geht. Also ein Angriff auf das Reich, ein Angriff auf Hamburg in 1606 oder ein Angriff auf Dithmarschen wird durchaus denkbar. Aber Sachsen wäre dabei, Sachsen mit seinen Verbündeten. Wir können aber auch uns reinrufen.
Müssen wir nur gucken, ob es uns das dann wert ist. Aber das schauen wir uns alles ganz gemütlich in der nächsten Episode an. Gerne mehr mit euch. Macht's gut. Tschüss.